Wir wollen uns jetzt angucken, wie die Leistungsdiode arbeitet aus Anwendersicht. Das heißt, die Leistungsdiode ist die praktische Realisierung dieser Pinstruktur. Wollen wir uns das mal kurz angucken und dann die Unterschiede zur Signaldiode herausarbeiten. Zunächst vom Aufbau her, die Leistungsdiode hat hier diese Pinstruktur, wenn wir das aufmalen. Ich habe hier also oben P+ dotiertes Gebiet. Dann diese schwach dotierte N-Schicht und dann wieder die stark dotierte N-Plus-Schicht. Der Anschluss am P-dotierten Gebiet ist die Anode, der Anschluss am N-Plus dotierten Gebiet ist die Kathode. Wir benutzen dasselbe Symbol wie für die normale Signaldiode. Das heißt, ich werde auch hier an der Stelle das normale Diodensymbol benutzen. Wir definieren die Flussspannung in dieselbe Richtung wie bei einer normalen Signaldiode. Das heißt hier die Flussspannung UF und den Strom IF in dieser Richtung. Und auch die Kennlinie wird ziemlich ähnlich sein zu der Kennlinie, die wir bei der normalen Signaldiode haben. Ich möchte das jetzt mal hier aufzeichnen. Das heißt, wir haben jetzt hier den Flussstrom über der Flussspannung aufgezeichnet. Und dann haben wir hier dieses typische Diodenverhalten. Und wir sehen dann hier, tatsächlich haben wir ein Diodenverhalten. Wir haben auf der einen Seite hier den Durchlassbereich. Das heißt, für positive Spannungen wird hier die Diode anfangen zu leiten. Ab irgendeiner Schwellspannung UT0 nimmt dann der Strom exponentiell zu. Wobei bei Leistungsdioden wird man sehr schnell feststellen, dass wir hier keine wirklich exponentielle Charakteristik haben, sondern eher ausgeprägt einen ohmschen Anteil. Das heißt, hier der differenzielle Widerstand 1 durch RD spielt dort eine Rolle. In Rückwärtsrichtung werden wir sehen, wir haben hier einerseits diesen Sperrbereich. In diesem Bereich fließt bloß ein geringer Sperrstrom IS bzw. minus IS aus der Diode raus. Und dann haben wir irgendwo den Punkt, wo die Diode durchbricht, Lawinendurchbruch wie bei der normalen Diode. Und jetzt hier diese Durchbruchspannungen werden bei Pin-Dioden nun bei deutlich höheren Werten auftauchen, als dies bei Kleinsignaldioden ist. Das heißt, wir haben hier Durchbruchspannungen vielleicht im Bereich von 100 Volt bis einige Kilovolt, die wir mit Leistungsdioden erreichen können. Auch im Durchlassbereich gibt es jetzt einen Unterschied. Tatsächlich werden bei so Pin-Leistungsdioden an dieser Stelle größere Spannungen im Durchlassbereich entstehen. Das heißt, hier diese Schwellspannung, dieser Parameter sozusagen, wird nicht, wie wir das kennen bei der Signalelektronik, bei 0,6, 0,7 Volt liegen, sondern typischerweise haben wir bei Dioden, die wir in der Leistungselektronik einsetzen, größere Spannungsabfälle, können jetzt vielleicht sagen 0,8 Volt bis 1,2 Volt oder sogar größer. Das heißt, die Spannungsabfälle werden typisch größer sein. Natürlich sind auch die Ströme größer, die wir dann bei der Leistungsdiode haben. Das heißt hier tatsächlich zunächst mal grob dasselbe Verhalten wie bei der Signaldiode. Unterschiede: Wir haben eine höhere Sperrspannung. Das heißt, wir brechen erst bei höheren Spannungen durch aufgrund dieser intrinsischen bzw. schwach dotierten Schicht, die wir dort haben. Und im Durchlassbereich werden wir typischerweise größere Spannungsabfälle haben, aber können auch gleichzeitig größere Ströme führen. Das heißt, wenn wir das kurz zusammenfassen, hier diese Unterschiede zur Signaldiode, dann haben wir, wie gesagt, einerseits die höhere Sperrspannung, andererseits haben wir im Durchlassbereich ein stärkeren ohmschen Anteil oder eine stärkere Auswirkung des ohmschen Anteils. Ich nenne es jetzt Durchlassbereich eher ohmsch, mit diesem 1 durch RD bzw. diesem Widerstand RD. Wir haben eine höhere Flussspannung, diesen Wert UT0. Und aufbaubedingt natürlich haben wir diese intrinsische Schicht beziehungsweise die schwach dotierte Schicht, und diese wird jetzt noch verursachen, wenn wir nachher uns angucken, ein Schaltverhalten, was besonders betrachtet werden muss. Das heißt, ein ausgeprägteres Schaltverhalten gegenüber der Signaldiode. Schreiben wir also Schaltverhalten ausgeprägter. Gut, jetzt wollen wir uns noch angucken, die Modelle.
Wie arbeiten wir jetzt mit dieser Diode? Tatsächlich benutzen wir dieselben Modelle bei Leistungsdioden wie bei Signaldioden. Das heißt, wenn wir uns das angucken, werden wir auch hier ausgehen zunächst von der Kennlinie im Durchlassbereich. Das heißt, wenn wir diesen Kennlinienast betrachten, Strom über der Spannung aufgetragen an der Diode wieder, dann werden wir auch hier sagen, okay, tatsächlich dieses Verhalten ist uns zunächst kompliziert, um Schaltungen damit zu berechnen. Wir werden das annähern durch eine Tangentenannäherung. Das heißt, wir nehmen im Arbeitspunkt hier eine Tangentenannäherung vor, dass wir hier an dieser Stelle die Tangente anlegen. Die Steigung der Tangenten ist der Kehrwert des differentiellen Widerstands und der Schnittpunkt der Tangenten wird sein der Wert UT0. Und jetzt können wir an dieser Stelle sozusagen die Diode ersetzen durch ein Modell. Das heißt, die Diode, die wir hier sozusagen als nichtlineares Modell hatten, können wir ersetzen in ein Modell aus der Serienschaltung einer idealen Diode plus einer Spannungsquelle UT0 plus einem differentiellen Widerstand RD in dieser Richtung. Das heißt, das wird das Modell sein, mit dem wir arbeiten und je nachdem, wie die Anforderungen sind, werden wir jetzt dieses Modell noch weiter vereinfachen. Das heißt, wir haben schon in der Elektronikvorlesung kennengelernt, es gibt eigentlich drei unterschiedliche Modelle. Das einfachste wäre jetzt hier, dass wir sagen, wir nehmen nur die ideale Diode. Das heißt hier nur D-Ideal. Was haben wir dann? Dann haben wir das Kennlinienverhalten, was wir schon in der Einführung der Leistungshalbleiterbauelemente betrachtet hatten. Das heißt, wir haben auf der einen Seite hier diesen Sperrbereich. Da ist die Diode aus und wir haben auf der anderen Seite diesen Leitbereich ab 0 Volt. Flussspannung schaltet die Diode ein. Das wäre sozusagen das Modell, die Knickkennlinie für die ideale Diode einschalten bei an dieser Stelle 0 Volt. Das heißt hier nur in dem Modell dieses D-Ideal. Dann das nächste Modell, nächst bessere Näherung für viele Fälle ausreichend wäre die ideale Diode plus die Schwellspannung UT0. Das heißt, das ist in vielen Fällen ausreichend, um leistungselektronische Schaltungen zu betrachten. Ich habe dann hier an der Stelle die Kennlinie von diesem ersten Fall A einfach verschoben nach rechts um den Spannungswert UT0. Das heißt, wir haben dann hier den Einzustand, wenn wir die Spannung UT0 überschreiten an der Diode und wir haben den Auszustand, solange wir unterhalb dieser Spannung sind. Und das reicht eigentlich für viele Fälle aus, wenn man Schaltung verstehen will und Verluste grob abschätzen will, wie wir diese Diode beschreiben und damit kann man auch schon die meisten Schaltungen eigentlich auslegen. Und wenn man dann noch etwas genauer Wert drauf legen will, zum Beispiel um die Verlustleistung zu bestimmen, dann macht man das vollständige Modell. Das heißt, die ideale Diode plus der Schwellspannung plus dem differentiellen Widerstand RD. Das heißt, wir berücksichtigen dann, dass wir an dieser Stelle einen zusätzlichen Spannungsabfall kriegen, je größer der Strom wird. Das heißt, das ist sozusagen die Weiterführung des Modells. Wir haben einerseits hier weiterhin die Diode aus, solange wir kleiner sind als die Schwellspannung. Dann aber im Einzustand nimmt der Spannungsabfall mit zunehmendem Strom weiter zu. Und wir haben dann hier an der Stelle diese Knickkennliniennäherung, die dann das tatsächliche oben dargestellte Modell beschreibt. Und das ist das, was wir eigentlich häufig in der Leistungselektronik einsetzen werden. Das heißt, wir haben hier diesen zusätzlichen Spannungsabfall über dem Widerstand RD, RD mal IF. Wir haben hier die Spannung UT0 und hier vorne wieder die ideale Diode. Und das reicht dann, wenn man an der Stelle Verlustleistungen abschätzen will, zum Beispiel statische Verlustberechnung.
Das heißt tatsächlich drei unterschiedliche Modelle, je nachdem, was wir machen wollen. Modell A eher so eine Systembetrachtung, wenn wir Schaltung verstehen wollen. Modell B, wenn wir die Schaltung verstehen wollen und schnell die Verluste abschätzen wollen. Und dann C, das Modell, wenn wir die Verluste etwas genauer an dieser Stelle bestimmen wollen. Jetzt wollen wir uns unterhalten über die Verlustleistungsbestimmung der Diode bzw. über das statische Verhalten. Das heißt, wir wollen uns die Verlustberechnung im Leitzustand angucken bzw. das Einverhalten, statisches Verhalten der Diode betrachten. Und da gehen wir von dem Modell aus, was wir gerade gesehen haben. Das heißt tatsächlich, wenn wir sagen, okay, um die Verluste zu berechnen, werden wir unsere Diode ersetzen durch ein Modell, und zwar durch dieses Modell aus idealer Diode plus der Schwellspannung plus dem differenziellen Widerstand. Und wollen uns jetzt mal hier exemplarisch ableiten, wie bestimmen wir bei so einer Anordnung die Verlustleistung. Das heißt, was uns eigentlich interessiert ist, wir müssen Spannung und Strom hier als zeitlich veränderliche Größen zueinander in Bezug setzen, um die Momentanverlustleistung zu bestimmen. Und daraus können wir dann, wenn wir periodische Zeitvorgänge haben, wie üblich in der Leistungselektronik, dann die mittlere Verlustleistung bestimmen, und das wären dann hier die Leitverluste. Das heißt hier, das betrachten werden wir jetzt von diesem Modell rechts ausgehen, um die Verluste zu bestimmen. Im Einzustand wird jetzt die ideale Diode leitend sein. Das heißt, wenn wir uns das angucken, werden wir jetzt im Einzustand von folgendem Modell ausgehen. Die Diode ist hier geschlossen. Das ist die ideale Diode, ideal leitend. Und dann haben wir hier nur den Spannungsabfall UT0 plus den Spannungsabfall über diesem differenziellen Widerstand RD. Dieser Spannungsabfall ist natürlich RD mal IF. Und wenn wir das jetzt betrachten, dann muss hier dieser Gesamtspannungsabfall gleich dem Spannungsabfall über der Diode sein. Das heißt, wir können sagen, für die Diode gilt, die Spannung UF ist UT0, der konstante Wert dieser Schwellspannung, plus RD mal IF. Und die Momentanverlustleistung erhalten wir dann, wenn wir an dieser Stelle Spannung mit Strom multiplizieren. Das heißt, P von T ist UF mal IF, oder hier an der Stelle diesen Ausdruck multiplizieren nochmal mit dem Term IF. Dann haben wir hier UT0 mal IF plus RD mal IF im Quadrat, wobei jetzt IF natürlich eine Zeitfunktion ist, und die Wirkleistung, das heißt die tatsächliche Verlustleistung, die umgesetzt wird, ist an der Stelle das Integral über eine Periode, wenn wir hier wie in der Leistungselektronik üblich periodische Zeitverläufe haben. Das heißt hier P, groß P, wäre 1 durch T Integral von 0 bis T über P von T oder dt, oder hier an der Stelle 1 durch T Integral 0 bis T UT0 mal IF plus RD mal IF ins Quadrat dt. Und das können wir jetzt aufspalten. Das heißt, tatsächlich können wir jetzt hier dieses Integral in zwei Teilintegrale aufspalten und dann jeweils konstante Faktoren davor ziehen. Das heißt, hier zum Beispiel dieser Faktor UT0 ist konstant und auch RD ist in einem Arbeitspunkt konstant. Das heißt, ich kann sagen, dieses Integral splitte ich auf. UT0 mal 1 durch T mal das Integral 0 bis T über IF dt plus ein zweites Integral RD mal das einmal 1 durch T mal das Integral 0 bis T IF im Quadrat dt. Und tatsächlich, wenn wir das jetzt betrachten, dieser erste Ausdruck, dieses erste Integral ist jetzt gerade der Mittelwert des Stromes durch die Diode, nennen wir hier IF Average, und das zweite Integral, was hier mit RD multipliziert wird, ist bis auf eine Wurzel gleich der Definition des Effektivwerts dieses Stromes IF. Das heißt, das ist IF effektiv im Quadrat, und damit können wir sagen, hier die Verlustleistung der Diode, die Leitverluste, berechnen sich über
einerseits den Mittelwert des Stromes, IF Average, multipliziert mit der Schwellspannung UT0 plus das Effektivwertquadrat des Stromes, multipliziert mit dem differenziellen Widerstand RD. Und das ist jetzt so eine Formel, mit der wir in der Leistungselektronik bei bekannten Stromverläufen hier an der Stelle die Verlustleistung in so Dioden abschätzen. Deswegen sind auch diese Knick-Kennlinien-Modelle so wichtig. Kennen wir den Stromverlauf, müssen wir bloß die Kenngrößen, Mittelwert und Effektivwert bestimmen. Aus der Kennlinie der Diode, zum Beispiel im Datenblatt gegeben, bestimmen wir hier zum Beispiel über eine Tangentenannäherung die Parameter RD oder UT0. In manchen Datenblättern ist das angegeben und können dann in der Anwendung die Leitverluste, das heißt die Verluste, bestimmen über die hier dargestellte Formel im eingeschalteten Zustand.